zu Task 4. Wie jeden Morgen bereitete sich Team Deutschland nach dem offiziellen Briefing mit einem Debriefing vom letzten Tag und einer Vorbesprechung der heute zu fliegenden Aufgabe auf den Tageslauf vor. Okay, ja, Eli, gratuliere zum zweiten Platz. Ja, ebenfalls. Bist du momentan ebenfalls am dritten Platz ganz gut mit unterwegs. Wir haben es da eigentlich super schöne Bedingungen. Wir fliegen jeden Tag lange Tasks. Wie geht's dir so von der Müdigkeit her? Wir waren jetzt doch jeden Tag 2, 3, 4 Stunden unterwegs plus Retrieve, meistens One-Way-Tasks. Wie fühlst du dich? Ich muss sagen, gerade geht's sogar. Ich konnte am Anfang gar nicht schlafen und jetzt geht's sogar ein bisschen besser. Aber jetzt heute mit der Aussicht drauf, dass wir heute 140 Kilometer fliegen und das heißt, wir fahren bestimmt dann wieder mit dem Auto 2, vielleicht sogar 3 Stunden zurück, sind vielleicht um 10 zurück, dann noch was essen. Ja, langsam wird es dann doch anstrengend, glaube ich. Aber ja, wie geht's dir damit? Ja, also gleich wie dir. Also bei mir kommt noch mal eine Stunde früher aufstehen mit dazu. Ich mache den Teamleader für die Österreicher. Dementsprechend noch mal eine Stunde weniger Schlaf. Schlafmangel ist sicher eines der Punkte, die wir im Hinterkopf behalten müssen für die weiteren Tage. Aber dementsprechend einfach schneller fliegen, dann sind wir schneller retour. Was denkst du zum Task heute und zum Tag? Also ich erwarte, dass der Tag irrsinnig schnell und gut wird. Es sind super Steigwerte gemeldet, also 5 Meter plus. Und eigentlich fast der ganze Task ist mit Rückenwind. Also wenn man da mit 20-30 km/h Rückenwind rechnet, schätze ich schon, dass wir innerhalb von 3 Stunden, vielleicht sogar 2,5 Stunden im Goal sein werden. Am heutigen Samstag hatten wir besonders viele Zaungäste und Pepe flog eine Extra-Runde über den Startplatz, was von den Zuschauern jubelnd angenommen wurde. Hallo meine Liebe! Okay, das 4 von der Europäischen Meisterschaft, Begalajar Spanien! Da trägt die erste Thermik und fühlt sich ein bisschen besser als gestern. Da bin ich mit Silly Hawk, mit Silly Daneve. Das Rennen geht heute 141 Kilometer. Das ist richtig lang. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen für den Test. Warte, durchatmen. Wir sind gerade alle runter. Bitte. Boah, was für eine geile Landschaft, ha? Also irgendwie waren wir ein bisschen zu langsam unterwegs leider. Da ist eine Riesengruppe, ich glaube so 5, 6 Leute, ultra hoch über uns und die sind schon losgeflogen. Aber immer noch, wir sind jetzt bei 49%, genau Halbzeit. Vielleicht holen wir sie ja noch. Das ist auf jeden Fall die große Gruppe hier. Also 62% von das Rennen. Gute Thermik hier. Wir sind super gut! Wir fliegen schon gut heute. Der Ferdi und ich konnten uns gut positionieren. Und hier geht weiter. Boah, wir sind anstrengend, viele Stunden unterwegs. Goal! Als Zweiter! Mega geil! Der Nesto ist hinter mir, kommt jetzt auch gleich noch über die Ziellinie. Mega, mega, mega. Philipp, den müssen wir jetzt noch irgendwie unterstützen. Wir haben schon immer wieder Tipps nach hinten gereicht. Der kämpft gerade mit dem Wind. 40er Wind soll man mittlerweile in Ort haben, unten raus. In der Höhe, da schiebt's, aber unten wird super spannend, ob es der Philipp noch schafft. Wir drücken die Daumen. Wir gratulieren Ferdinand Vogel nach dieser längsten Aufgabe der Europameisterschaft zum dritten Platz in der Tageswertung.
Ferdi, erstmal Glückwunsch zum heutigen Task heute. Du bist ja ganz vorne reingekommen. Glückwunsch. Und ja, wie fandst du denn den Lauf heute? War lang. War ja eine 142 Kilometer Aufgabe. Unsere längste bisher, ja, war richtig anstrengend. Ja, aber der Rückenwind hat gut geschoben. Ich glaube, so zwischendurch hat man mal 25er Wind. Du warst einmal tief mit dem Nordwind, oder? Ah, wie stark war der? Ich war zweimal tief, ja. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, rauszukommen. Ganz zu Anfang, mein Waterloo, vor dem Start noch, da war ich auf 600 Meter. Da war eine Bastelstunde, aber ich habe ziemlich schnell Anschluss wieder bekommen und konnte dann wieder mitfliegen mit den Ersten. Und ja, war mein erster schöner Lauf. Also nicht so weit hinter dir. Ich glaube 7-8 Minuten. Und deswegen, ich bin auch ganz happy. Und der Ernesto ist dann auch, glaube ich, ziemlich knapp hinter dir gekommen. Ja, ne? Der war mit dabei die ganze Zeit. Ja. Ja. War heute richtig spannend. Also ich war mit Ernesto die ganze Zeit eigentlich in dem großen Gäckel. Aber es gab immer wieder welche, die vorne rausgepäst sind. Haben wir dann im Live-Tracking gesehen. Ich glaube, du warst auch mal einer dabei, der einfach seitlich schupp, am Pulk vorbeigeflogen ist. Und der Pulk war heute richtig langsam. Und ich habe immer gedacht, hey, komm, seht ihr das nicht im Live-Tracking? Hey, die sind so weit vorne, wir müssen pushen. Nix. Wir sind immer nur schön hochgeblieben. Aber wir haben heute auch ein paar verloren. Ja. Die sind einmal zu tief gekommen. Ja. Ich war auch fast dabei. Ganz am Anfang, als wir über den ersten großen Hügel drüber waren, bin ich mit dem Daniel und mit dem Honorar da rechts weggeflogen und wir wollten auf die Luftseite und da ging nicht so richtig was. Und dann hat es die runtergewaschen und ich habe gerade noch sowas erwischt und konnte mich dann wieder zum Pulk gesellen. Aber die anderen sind gelandet heute. Ja. Ja, ja. Und ich habe euch gesehen auf der rechten Linie und habe gesagt, sieht nicht gut aus. Und dann sind wir mit mehreren links geflogen. Hatten super schön steigen, sind auf 3000 Meter und sind an euch vorbeigeflogen. Und das war eigentlich da die bessere Linie. Aber die Gruppe war zu klein, eigentlich um richtig schnell zu sein. Und wie gesagt, die sind heute sehr verhalten geflogen, alle. Ja. Also hat keiner so richtig gepusht. Irgendwie jeder war vorsichtig. Ich glaube, mittlerweile sind wir müde. Morgen noch und dann haben wir einen Rest-Day. Nein, ich glaube zwei Tage. Zwei noch, oh ja. Gott. Und dann erst den Rest-Day. Also wir freuen uns auf die nächsten zwei Tage und dann auf den Rest-Day.